Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Stylight Webinar heute am Mittwoch wieder. Wir sprechen heute über das Update der EQV 16.1. Die Frage ist, wie und wann funktioniert das eigentlich? Wir wollen Ihnen heute alle Infos zum Update mit auf den Weg geben. Zuerst mal kurz eine Frage, ob Sie uns alle gut hören können. Ah, ich sehe schon, schreibt jemand. Hallo, Herr Haßmann, Herr Mucha, Herr Möstner, Herr Lilischkis, hallo, hallo, Herr Kaiser. Herr Metz, Herr Unverricht, hallo Herr Nollens. Gut, super, ja, also Sie hören uns alle gut. Ich bin Eva Wertheimer und ich bin heute hier mit Ralf Becker vom Stylight-Team. Ralf, was wirst du heute besprechen mit uns? Ja, nachdem es ja jetzt um das Update auf die 16.1 geht, gibt es sicher einige technische Fragen und auch, wie funktioniert dieser Update-Prozess? Dafür stehe ich jetzt zur Verfügung, um allen Zuhörern das halt näher zu bringen. Genau, wir haben dazu den Chef unserer Entwicklung eingeladen, damit der sich da mit Ihnen über die technischen Fragen austauschen kann. Außerdem haben wir Birgit Becker aus dem Stylight Support da, die sich mit allen Fragen zum Update-Prozess auseinandersetzen wird. Ja, ich freue mich auch, da zu sein. Danke, Eva. Ich finde es schön, dass wir wieder so viele bekannte Namen, auch die, mit denen ich immer wieder mal in unserem Support Center oder per E-Mail Kontakt habe, dass wieder alle eifrig dabei sind. Vielleicht kurz als Information, sollte jemand jetzt später dazukommen, wir zeichnen das Webinar wieder auf. Sie erhalten über unseren Newsletter einen Link zur Aufzeichnung und können sich das dann auch in Ruhe nochmal anschauen oder auch mit Ihren Kollegen teilen. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die einfach in den Chat rein. Wir würden jetzt zur ersten Folie wechseln und gleich mit den generellen Anwenderfragen starten. Die erste Frage wäre: Wann kann ich denn eigentlich updaten? Ja, also im Prinzip ist es so, updaten im Hosting geht sofort. Wenn Sie jetzt eine Installation haben, da kommen wir dann im weiteren Prozess noch dazu. Wir haben allgemein einfach schon ja vor Wochen angefangen, unsere sogenannte Beta-Tester-Gruppe zu etablieren, die im Hosting Ihnen auch Installationen oder eigene Instanzen zur Verfügung zu stellen. Dort konnten auch Ihre Echtdaten eingepflegt werden, sodass dort mit die 16.1 einfach ein ganzes Stück weit auch weiterentwickelt, getestet und uns immer wieder Rückmeldungen gegeben wurden, wo wir in dem Bereich stehen. Und ich denke, das hat auch deutlich zu der Qualität der Software, die wir zum heutigen Stand erreicht haben, beigetragen. Es gab ja auch schon einige Release-Kandidaten. Ja, wir hatten gestern den letzten Release-Kandidaten, so wie es aussieht, der Release-Kandidat 3. Da wurden nochmal einige Sachen speziell auf Outlook hin gefixt, dass wir dort inzwischen auch die Möglichkeit haben, über das Active-Sync-Protokoll Outlook mit der EQV zu synken. Und so wie es im Moment aussieht, wird es keine größeren Fehlerbehebungen mehr geben. Sprich, die Version, die jetzt, wir können es ja sagen, am Freitagmorgen kommen wird, wird mehr oder minder identisch sein mit dem dritten Release-Kandidaten, den wir gestern veröffentlicht haben. Ja, ansonsten ist es so, im Hosting haben wir die ersten Kunden seit einigen Wochen auch auf der 16.1 schon laufen. Auch unser Support Center ist ja schon seit mehreren Wochen auf der 16.1. Wir werden unsere Beta-Tester als kleines Dankeschön jetzt auch am Freitag dann auf die 16.1 mit ihren Produktivinstallationen umstellen, sofern nicht da irgendwie jemand sagt, dass ihm der Termin nicht passt. Und dann im weiteren Prozess, über den wir dann gleich noch etwas genauer sprechen, natürlich auch unsere anderen Hosting-Kunden. Ja, wir haben eine Frage noch. Was passiert eigentlich bei einem Update generell, Ralf? Ja, beim Update muss man prinzipiell zwischen zwei Dingen unterscheiden. Das eine ist, die Sourcen werden halt auf die aktuelle Version gebracht, sprich, da werden einfach die neuen Versionen des PHP-Codes hinkopiert und in einem zweiten Schritt wird dann ein Skript gestartet und dieses Skript sorgt dafür, dass die Datenbank an die neue Version angepasst wird. Es gibt zum Beispiel beim Mail-Konto inzwischen einen Archivfolder und dieser Archivfolder muss irgendwo in der Datenbank angelegt werden. Das ist der zweite Schritt,
wo zusätzliche Felder der Datenbank hinzugefügt oder bestehende geändert werden. Das heißt, es gibt mehrere Schritte, die ich aber als Anwender so gar nicht mitbekomme. Nein, wenn du eine Standardinstallation hast, so wie wir es empfehlen, es gibt halt auch andere Arten, die Installation zu machen, aber wenn ich eine empfohlene Installation mit den Paketen auf einem Linux-System habe, dann gibt mein Administrator gibt einfach in der Kommandozeile, abhängig von der Linux-Distribution, yum, aptitude oder was auch immer, Update ein und dann wird er, sofern das neue Paket jetzt released ist ab Freitag, wird er die neue Version bekommen. Ja, im Hosting ist es natürlich noch viel einfacher. Im Prinzip ist es ein Klick von unserer Seite und wir stellen Ihre Instanz auf die neue Version um. Und das Einzige, was Sie dann noch machen müssen, ist sich einmal abmelden, neu anmelden auf Ihrer, in Ihrem Browser. Und gegebenenfalls, falls jetzt irgendwas, mal eine einzelne Seite nicht vollständig angezeigt wird, empfehlen wir dann auch mal den Browser-Cache zu löschen. Aber an sich sollte alles ohne weiteres direkt so fortlaufen. Ja, wann geht es denn dann los für die Hosting-Kunden, Birgit? Ja, also für die Hosting-Kunden ist es so, wir werden sie per E-Mail informieren. Wir wollen einfach sukzessive oder so phasenweise unsere Kunden umstellen auf die neue 16.1, werden da im Vorfeld einfach eine Mail rumschreiben mit dem Termin, wann sie geplanterweise umgestellt werden, und wenn es ihnen aus irgendwelchen Gründen nicht passen würde, dann entsprechend uns zurück antworten. Ansonsten würden sie dann einfach abends, wir würden die Updates also immer abends ausführen, sodass sie nicht im normalen Rhythmus gestört werden, einfach abends umgestellt werden und landen dann am nächsten Morgen automatisch auf der 16.1, ohne dass Sie als Hosting-Kunde irgendwas dazu tun müssen. Das heißt, ich bekomme das gar nicht jetzt großartig als Störung mit, sondern das passiert einfach im Hintergrund. Genau. Okay, Herr Steffens hat eine Frage geschrieben. Meine selbstgeschriebenen E-Templates muss ich selbst anpassen nach dem Update, oder? Na, jetzt ist die Frage, was sind denn Ihre selbstgeschriebenen E-Templates? Wenn es jetzt darum geht, dass Sie ein E-Template, was zum Beispiel den Edit-Dialog anpasst, geändert haben, dann müssen Sie natürlich entweder dieses E-Template neu bearbeiten, ausgehend von dem, was wir mit der 16.1 ausliefern, oder aber Ihr es wieder drüber kopieren und dann sieht es halt genauso aus, wie Sie es vorher hatten. Wenn wir jetzt über altes E-Template reden in der Anwendung gegenüber neuem E-Template, was aber auf der 14.3 ja auch schon neues E-Template war, die alten E-Template-Sachen werden natürlich so einfach nicht direkt nahtlos funktionieren. Also wenn Sie jetzt von einer 1.6 oder einer 1.8 kommen, sind die Umstellungsarbeiten einfach größer. Herr Steffens schreibt gerade. Okay, alles klar. Also war eine Antwort darauf. Ja. Okay, sollen wir zur nächsten Folie weitergehen? Ja. Ja, da haben wir das Thema Auto-Update. Was wäre denn der Stichtag für die Community-Anwender, Birgit? Ja, also für die Community-Anwender ist der Stichtag für das Auto-Update, auf das der Ralf gleich auch nochmal ein bisschen genauer eingehen wird, was denn Auto-Update heißt, wird der 1. Juli. Also mit dem Release-Datum ist es so, dass Sie als Community-Anwender, wenn Ihre Installation auf Auto-Update steht, automatisch auf die 16.1 gelangen. Und was Auto-Update heißt, gebe ich jetzt einfach mal an den Ralf weiter. Ja, Auto-Update bedeutet, dass die Linux-Distribution so eingestellt ist, dass sie für installierte Pakete regelmäßig alle paar Stunden oder zu einem bestimmten Zeitpunkt nachschaut, ob es in dem Repository eine neue Version gibt. Und wir werden zum 1. Juli mit dem Release halt auf unserem OpenSUSE-Repository für alle unterstützten Linux-Distributionen neue Versionen zur Verfügung stellen, also neue Versionen der Community-Version. Und so Sie Auto-Update haben oder der Admin halt ein manuelles Update anstößt, können Sie ab dem 1. Juli, also sprich ab Freitag, die Version 16 oder auf die Version 16.1 updaten. Okay, dann würden wir jetzt noch kurz zum Thema Auto-Update für EPL-Kunden kommen und danach die Frage beantworten. Ja, also letztendlich für EPL-Kunden haben wir bewusst einfach einen kleinen Zeitraum zwischen rein geplant, sodass man sagen kann, da kommen nochmal ein oder zwei Maintenance-Release zwischendrin. Und zum 1. August 2016
stellen wir dann unsere Repositories entsprechend auch für unsere EPL-Kunden um. Und zu den Repositories an der Stelle gebe ich auch nochmal zu Ralf weiter. Ja, Sie müssen natürlich nicht unbedingt warten auf den automatische Umstellung am 1. August. Wir haben für die EPL-Kunden haben wir insgesamt 3 Repositories. Da gibt es das Stylight EPL Trunk Repository. Darin haben sich ja jetzt auch schon die 16.1 Release-Kandidaten befunden. Und dort wird es ab dem 1. Juli, also auch quasi zum Release-Datum, sofort auch die Version 16.1 geben. Dazu muss ich in meinem Repository Definition einfach umstellen von dem Default-Repository, Stylight EPL heißt das, auf Stylight EPL Trunk. Gleichzeitig ist es so, für die EPL-Kunden maintainen wir auch die Version 14 weiter. Das bedeutet, dass schwerwiegende Fehler oder auch Sicherheitsupdates noch länger für die 14.3 zur Verfügung stehen werden. Dazu haben wir ein Repository, das heißt Stylight EPL Previous. Das ist so eine Art Old Stable Repository. Und in dem werden wir auch weiter 14.3-Pakete veröffentlichen, so es notwendig ist. Aber ich sage jetzt mal, Features oder sowas wird es in der 14.3 in dem Sinne nicht mehr geben. Und auch die 11.1 an der Stelle ist in dem Fall dann nicht mehr dort zu finden. Nein, also bisher gab es die 11.1 in dem Old Stable, also in dem Stylight EPL Previous Repository. Den Support der 11.1 haben wir ja schon länger eingestellt. Das werden wir auch aus dem Repository rausnehmen. Das heißt, wenn Sie länger als der 1. August auf der 14.3 verbleiben wollen als Stylight AG und Kunde, dann können Sie einfach auch wiederum Ihr Repository umstellen von Stylight EPL auf Stylight EPL Previous und bekommen damit weiterhin Major Bugfixes oder Security Updates. Ja, wir haben 2 Fragen im Chat noch. Einmal von Ralf. Wie sieht es mit den selbst definierten Feldern aus? Also in der e-Groupware gibt es ja die benutzerdefinierten Felder. Benutzerdefinierte Felder sind ganz genauso supported in der 16.1 wie in der 14. Von daher ändert sich an der Stelle nichts. Die werden automatisch auch in der 16 noch zur Verfügung stehen. Anderes Thema, was der Herr Litschkis aufgerufen hatte, war, sollte man updaten? Ja, selbstverständlich. Kann man sagen, unbedingt, weil gerade gegenüber dem ersten Release-Kandidaten sind einige Fehler behoben worden. Ich würde prinzipiell, wenn ich einen Release-Kandidaten einspiele, auch den nächsten und nächsten und nächsten einspielen, weil da kann es nur besser werden und ist auf jeden Fall besser geworden. Ob ich jetzt bis Freitag warte oder den dritten Release-Kandidaten der 16.1 einstelle, ist ein bisschen Geschmackssache. Also es wird sich nicht viel ändern zwischen 16.1 Release-Kandidat 3 und der finalen Version. Also ich habe eben nochmal einen kleinen Fehler, der auf der Liste gemeldet wurde, behoben, aber es wird keine wesentlichen Änderungen geben. Also ein großer Punkt, der jetzt mit dem dritten Release-Kandidaten auch ist unsere Outlook-Unterstützung per ActiveSync. Die hat mit dem ersten Release-Kandidaten noch nicht wirklich komplett funktioniert. Also von daher in jedem Fall nehmen Sie alles mit, was Sie kriegen können. Eine Frage vielleicht noch und dann machen wir mal mit den Fragen auf der Folie weiter. Kann man das eben beschriebene mir Old Stable und so weiter nachlesen in der Migrationsanleitung? Das bin ich jetzt ein bisschen überfragt, ob es in der Migrationsanleitung steht, Herr Schnieders. Bisher war es so, dass wir zu der Umstellung eine Mail an alle Kunden geschickt haben. Die hat gesagt, ab dem 1. August wäre jetzt also auf das jetzige Datum bezogen, wird die Umstellung automatisch erfolgen, sofern Sie nicht folgende Schritte unternehmen. Und da werden die Schritte mit dem Old Stable, also dem Stylight EPL Previous Repository, genau beschrieben, wenn Sie noch länger auf der 14.3 bleiben wollen. Und genauso werden wir es natürlich auch jetzt wieder handhaben, sprich sowohl unsere Hosting-Kunden werden informiert, wann sie umgestellt werden, und unsere EPL-Installationskunden werden informiert werden, ab wann die Repositories umgestellt werden und wie die Schritte auszusehen haben. Und wenn Sie trotzdem noch Unterstützung beim Update brauchen, sind wir natürlich auch gerne bereit, da Sie mit zu unterstützen. Zu helfen. Ja. Ja, unsere nächste Frage wäre, was passiert mit den älteren Versionen wie e-Groupware 11 und 14? Wer von euch will das beantworten? Ja, ich glaube, wir haben ja schon ein bisschen was dazu gesagt. 11 ist sowieso schon aus dem Support raus. 14 werden wir in das Previous Repository verschieben. Es wird Major Bugfixes, also schwerwiegende Fehler, werden wir schon noch beheben, die Sie am Arbeiten komplett hindern. Ansonsten Sicherheitsupdates werden wir gegebenenfalls auch für die Community nochmal releasen. Auch das ist natürlich nicht unbegrenzt. Also
Wir haben momentan in der Planung, dass wir es auf jeden Fall bis zum 31.12. dieses Jahres 14.3 Updates machen. Ob das noch länger geht, wird sicher auch dann nur noch Sicherheitsupdates betreffen. Also das wird man dann sehen müssen. Eine Frage zu den alten Versionen eigentlich ganz passend. Gibt es denn die Update-Möglichkeit von 11.1 auf 16.1? Prinzipiell kann man von allen vorgehenden Versionen updaten. Ich sehe jetzt momentan kein Problem, direkt von 11.1 auf 16.1 abzudaten. Genauso wenig ist es ein Problem, die Zwischenversionen. Also die Ecoware macht im Prinzip, führt die einzelnen Update-Schritte durch und läuft halt nur einfach weiter bis 16.1. Wenn ich jetzt von einem 16.1 aus starte, wenn ich auf einer 14.3 das starten würde, dann läuft sie halt von 11.1 bis 14.3 und bleibt bei 14.3 stehen. Also wir machen im Regelfall ein Update zu einer Zwischenversion, nur wenn uns wirklich Probleme bekannt sind, was es im Momentan nicht ist, oder wenn wir auf ein Problem stoßen. Das heißt, ich meine, die grundsätzlichen Sachen, die man als Admin machen sollte, sprich mal ein Update, bevor man so ein großes Update, also ein Backup, bevor man ein großes Update anstößt, das sollte man auf jeden Fall Das machen. heißt, die Möglichkeit besteht aber auf jeden Fall. Ja, also ich denke, wir kommen ja auch gleich noch mal genauer zu den Eigeninstallationen. Das ist ja das, was der Mario hier anspricht. Da werden wir auch einfach noch mal so unsere Empfehlung, wie sollte denn dieser Update-Prozess aussehen, uns genauer dem widmen. Ja, die letzte Frage auf der Folie wäre jetzt, was sollte ich bei der Nutzung von Active Sync beachten? Ja, also im Endeffekt gibt es einen ganz wichtigen Schritt, den man wissen muss, und das bedeutet, da wir auf einer neuen Protokollversion vom Active Sync sind, sprich dem Z-Push 2, ist es zwingend notwendig, dass Profile nach dem Update auf die 16.1 neu eingerichtet werden. Sprich, jeder Ihrer Benutzer, der auf der 14 oder 11 oder was auch immer Sie vorher waren, Active Sync, beziehungsweise in der E-Groupware heißt es ja noch E-Sync als Begriff, aber das Microsoft Active Sync Protokoll verwendet, der muss sein Profil löschen. Am besten am Tag vorher, an dem Abend vorher, einfach mal schauen, dass alles, was er auf seinem Gerät drauf hat, auch wirklich synchronisiert wurde. Dann sein Profil löschen und am nächsten Morgen wieder seine E-Mail-Adresse, seinen Benutzernamen und sein Passwort eingeben. Und dann richtet sich das Gerät ein auf die neue 16.1. Und da haben wir natürlich neben dem kleinen Pferdefuß, dass man es neu einrichten muss, auch einige Vorteile, die die ganze Sache mitbringt. Und das bedeutet, dass Sie einfach deutlich mehr Unterstützung haben für unterschiedliche Clients. Also Sie können das Ganze jetzt auch sehr gut auf den Windows Mobile Geräten nutzen. Sie können auch BlackBerrys damit anbinden. Sie können einen Outlook 2013 und 2016 ist das, was wir getestet haben, gegen Active Sync einrichten. Das heißt, da gibt es einfach eine ganze Menge mehr Möglichkeiten, die wir damit haben. Ja, wir gehen auch davon aus, dass für die weiteren Updates es nicht notwendig sein wird, die Profile wieder zu löschen. Das war jetzt einmalig notwendig. Wir sind damals zu 11.1-Zeiten auf einen Fork von Zpush umgestiegen. Das ist quasi so eine Inselversion gewesen. Und wir sind jetzt auf das offizielle Zpush umgestiegen. Und ich habe in dem Rahmen auch angefangen, an dem Zpush-Projekt selber mitzuarbeiten, um Dinge, die für die E-Groupware-User wichtig sind, auch in das offizielle Zpush reinzubringen. Von daher gehe ich davon aus, dass wir für weitere Updates ein ganz normales Update-Skript laufen lassen können, wie wir die Datenbank-Updates auch machen. Ist also eher eine einmalige Sache jetzt. Ja, ich Genau. gehe davon aus. Der Herr Schnieder, sehe ich gerade, fragt noch, was ist mit unseren anderen Sync-Möglichkeiten? CalDAV/CatDAV wird selbstverständlich weiterhin unterstützt. Da sind wir ja auch sehr engagiert in dem CalConnect. Arbeitsgruppe, den Standard weiterzuentwickeln, und da hat sich gar nichts geändert. Dafür ist es auch nicht notwendig. Funktioniert das ohne Ja, Löschen das der funktioniert Accounts, ja? absolut ohne Löschen der Clients. Also das läuft einfach weiter. Und falls Sie sich als Admin jetzt fragen, wie stelle ich denn fest, ob meine Benutzer CalDAV, CatDAV oder Active Sync nutzen für die Synchronisation? Ja, da gibt es eine einfache Antwort für EPL-Kunden. Da haben wir sowas, was sich Mobile Device Management nennt. Da gibt es einfach in der EPL-Version gibt es eine Anwendung, die heißt eSync Pro. Und das eSync Pro zeigt mir einfach alle per ActiveSync-synkenden Geräte an. Ich kann mir auch die Logs einschalten von den Geräten, kann
auch Dinge machen wie ein Remote Wipe, also das Fernlöschen eines Gerätes. Und ich kann dafür sorgen, dass die Clients halt auch ein entsprechendes Profil untergeschoben wird. Sprich, ich kann zum Beispiel Passwortlängen vorgeben oder kann die Installation weiterer Anwendungen verhindern. Also da sind wir auf einem ähnlichen Stand, wie es ein Standard Exchange Server ist. Ja, die Fragen hier, muss die App aktualisiert werden? Ihre Apps vom Handy aktualisieren sich automatisch. Die Android-App, der Smooth Sync für unsere EBL-Kunden, basiert auf CalDAV CATDAV, sprich, dort ist gar nichts zu machen. Auch da sorgt der Martin Geider, der die ja entwickelt und wartet, dafür, dass die Sachen aktuell sind und entsprechend einfach weiterlaufen. Ja, wir gehen dann mal zur nächsten Folie, wenn es dazu weiter keine Fragen gibt. Ja, jetzt würden wir zu den technischen Voraussetzungen kommen. Die erste Frage wäre, erfüllt mein System die Voraussetzung für Version 16.1 überhaupt? Ja, also die Frage ist relativ einfach beantwortet, wenn ich auf einem aktuellen Versionsstand die ganze Zeit schon war. Das heißt, wenn ich die aktuelle 14.3 einsetze, dann gibt es eine einzige Systemvoraussetzung, die sich geändert hat. Und zwar setzen wir jetzt PHP Version 5.4 voraus. Die 14.3 hat da noch mit 5.3 funktioniert. Das heißt, was ich wirklich überprüfen muss, ist, hat mein System die PHP-Version 5.4 oder mehr. Ich kann jetzt mal zeigen, wie stellt man das fest. Dazu haben wir in der eGroupware, müssen wir gerade schauen, dass der Bildschirm geladen wird. Okay, ja, hier sind wir. Also in der eGroupware-Administration gibt es hier einfach einen Punkt, der heißt PHP-Informationen. Wenn ich da mal draufklicke, dann geht so ein Pop-up auf und das Pop-up zeigt also sehr prominent hier vorne an, also die Version ist auf der Version 5.6.22, das ist also größer wie 5.4 und das heißt, auf der Version muss man gar nichts Neues machen. Wenn ich jetzt auf einer älteren Version bin, also noch auf 5.3 bin, dann brauche ich eine neue PHP-Version. Nachdem die im Regelfall sehr eng mit dem Betriebssystem verzahnt ist, bedeutet das im Normalfall, dass ich auf einer neuen virtuellen Maschine oder auf einer neuen Hardware entweder mein Betriebssystem update darauf. Ubuntu kann das relativ gut, andere können das nicht so gut. Oder dass ich halt eine Neuinstallation mache und meine Daten darauf migriere. Alle aktuellen Linux-Distributionen sind aus unserer Sicht zu empfehlen. Von den PHP-Versionen sehe ich hier als nächste Frage, empfehlen wir die aktuelle Version 7.0. Die hat auch in den Tests sehr gut und deutlich schneller abgeschnitten als die bisherigen 5er-Versionen. Auch die Version 5.6 ist absolut zu empfehlen. Die Version 5.5 wird es noch ein weiteres Release von PHP.NET geben und danach geht die auch aus dem Support raus. Das heißt, vielleicht das 16.1 auch eine gute Gelegenheit, also das eGroupware 16.1, da halt mal auf eine neue Version zu gehen. Also PHP 7 gibt es inzwischen bei Ubuntu 16.04 automatisch. Alle anderen aktuellen Distributionen sind noch auf 5.6. Also ich finde es direkt in der eGroupware unter den Admin-Einstellungen. Genau, unter den Admin-Einstellungen, PHP-Informationen, da kann ich dieses Pop-up aufmachen und dann sehe ich hier PHP-Version 5.6.22 haben wir jetzt aktuell im Hosting im Einsatz. Okay, wir hatten jetzt auch von Kunden die Frage, wenn mir das jetzt zu viel ist und ich möchte mich jetzt einfach gerade nicht mit meinen PHP-Versionen beschäftigen, ich habe so viel anderes zu tun, würden Sie mir im Zweifelsfall dabei auch weiterhelfen? Ja, natürlich. Also wir bieten im Rahmen des Supports an, das Update komplett für Sie durchzuführen oder wir stehen für Kunden natürlich auch über unser Support-System, über das Ticketsystem für Fragen zur Verfügung. Ich glaube, wir haben dann auch noch eine Folie mit weiteren Support-Angeboten, das kommt. Ich würde sagen, wir machen mal mit den Fragen, genau, die wir da haben, noch weiter. Nächste Frage wäre, wie lange dauert denn der Update-Prozess? Auf was muss ich mich da einstellen? Ja, ist das in 5 Minuten erledigt? Naja, im Prinzip hängt es einfach wieder davon ab, worüber reden wir? Reden wir über Hosting-Update, dann ist es von unserer Seite ein Klick und Sie sind in 30 Sekunden auf der neuen Version.
ist es so, dass sie auf, wie der Ralf eben schon gesagt hat, einer alten PHP-Version sind, sprich sie müssen auf ihr Betriebssystem einfach updaten, um dort die neuen Sachen drauf zu spielen, dann ist unsere Empfehlung eigentlich grundsätzlich, klonen Sie Ihr System, machen Sie auf einem Testsystem, bereiten Sie das vor, spielen Sie dort Ihre Daten mal ein, schauen, dass alles funktioniert, geben gegebenenfalls auch einfach mal ein paar Power-Usern bei Ihnen die Möglichkeit, darauf zu testen und stellen dann zum Zeitpunkt XY mit einem neuen Einspielen von Ihrem Backup aus der 14 oder 11 oder 1.8 oder was auch immer sie herkommen, entsprechend um auf die neue Version. Da haben sie einfach zwei Sachen, zwei Vorteile mit einem Schlag erledigt, dass die Leute schon mal die Möglichkeit hatten, reinzuschnuppern in die neue Version und dass sie testen, dass auch alles beim Update so reibungslos funktioniert. Gut, wenn es jetzt keine Fragen zum Support für die Umstellung gibt, dann könnten wir direkt eigentlich zu den Angeboten diesbezüglich kommen. Genau, also wir haben Service-Pakete für den Umstieg auf die Version 16.1 zusammengestellt. Ja, also im Prinzip haben wir uns überlegt, dass wir im Prinzip drei verschiedene Möglichkeiten anbieten wollen. Im Prinzip für alles, was Hosting ist, brauchen Sie sich überhaupt keine Gedanken machen, passiert einfach, Sie müssen nichts dafür bezahlen. Sie werden zum Zeitpunkt XY umgestellt, worüber wir Sie per E-Mail informieren und gut ist. Das gilt auch für Kunden, die von der Community-Version jetzt in das EPL-Hosting kommen. Auch da gibt es keine Umstellungskosten. Wenn sie von der Version 14.3 kommen, werden wir kostenfrei ihre Daten in das Hosting migrieren. Genau. Ansonsten, wenn Sie EPL-Kunde sind, Herr Schnieders, und zum Beispiel Unterstützung brauchen beim Update, dann wäre für Sie dieses linke Paket interessant. Was wir da anbieten, ist einfach, wir wollen Sie technisch dabei unterstützen für das Update auf die 16.1 und Ihnen gleichzeitig auch die Möglichkeit bieten, mit 2 Stunden Workshop als Support, Consulting, dies in Anspruch zu nehmen und einfach Fragen, die vielleicht sind oder so Tricks, Tipps, wie kann ich möglichst schnell mit der 16.1 vielleicht auch noch Dinge machen, wo sind neue Features reingekommen, gegenüber dem, was wir vorher hatten, wie kann ich solche Sachen nutzen? Und da haben wir uns gedacht, der Normalpreis für die ganze Geschichte wären 695 Euro. Und wir bieten Ihnen das, wenn Sie jetzt bis nächste Woche Mittwoch eine Woche günstiger 20% Rabatt, dann sind Sie nur bei 556 Euro. Thema Workshop, was genau kann ich da alles behandeln? Also ich kann auch fragen, stellen die jetzt nicht unbedingt rein zur 16.1? Ja, also im Endeffekt ist es komplett offen. Das ist eine 1:1 Geschichte, sprich wir sind in einem Screensharing mit ihm unterwegs, wie viele Personen auf ihrer Seite dann vor dem Bildschirm der ganzen Sache mitverfolgen, ist ihre Entscheidung, aber wir werden genau auf ihrer Installation unterwegs sein und werden uns ihre Fragen anschauen und genau auf die Dinge eingehen, die für sie an der Stelle wichtig sind. Damit kann man dann einfach wirklich verbinden, mal zu schauen, wie machen wir bisher Sachen, wo sind vielleicht Sachen einfach auch ungenutzt, wo gibt es denn vielleicht auch schnellere Methoden, an das ein oder andere ranzukommen, aber wirklich ausgerichtet auf die jeweilige Kundeninstanz. Ja, ich sehe, da gibt es noch Fragen vom Herrn Schnieders, war die Frage, ist MySQL immer noch empfohlen oder ist Postgres eventuell schneller? Nach unseren Erfahrungen, wir empfehlen aktuelle MySQL bzw. MariaDB-Versionen. Wir sind, wie die meisten großen Distributionen, inzwischen hier intern auf MariaDB umgestiegen und empfehlen da aktuelle MariaDB-Versionen. Vorteil von MariaDB oder MySQL ist immer noch, dass wir eine deutlich breitere Testbasis haben, als wir es bei Postgres haben. Ansonsten ganz generell kann man sagen, ist die Postgres geschwindigkeitsmäßig für die Anwendung von der E-Groupware an das MySQL weiter rangekommen, aber einfach 95% unserer Kunden oder vielleicht sogar 99% unserer Kunden setzen MySQL ein. Da bin ich auf der einfachen Seite. Beziehungsweise heute bedeutet MySQL für die meisten Leute, dass sie MariaDB einsetzen. Ja, da war noch eine Frage zu den Handbüchern. Es gibt
Weiterhin keine schriftlichen Handbücher, so wie es für die 14.3 nichts gab, gibt es auch für die 16.1 nichts Geschriebenes. Nichts würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind zu einem sehr zeitgemäßen Format gekommen. Dank Eva gibt es diverse Videotutorials, die ja auch aus der e-Group heraus direkt aufrufbar sind. Und Webinare inzwischen auch. Und die Webinare auch, ja. Die sind ja ausführlicher. Ja. Also an der Stelle ist es einfach, ja, die Videos, es werden mehr werden. Wir arbeiten an den Videos, wir arbeiten an den Webinaren. Wir haben uns entschieden, dass wir für komplexere Themen, wie zum Beispiel, wir haben ja schon mal ein Webinar gemacht zu dem Thema Import von Adressen, dass wir dafür Webinare anbieten, weil die einfach vom Format her informativer sind, wir auf Fragen antworten können, die konkret dazu existieren, dass wir die eher als Webinare machen und die Webinare sind dann auch über die Webseite abrufbar. Genauso gibt es ein Webinar, was wir gemacht haben zu dem Thema Serienbriefe, Serien-E-Mails, wie kann ich solche Sachen machen? Das ist einfach immer eine gute Möglichkeit in dem etwas längeren Format, weil das dauert ja meistens so 30 bis 45 Minuten. Da kann ich halt einfach auf deutlich mehr Themen eingehen und da sind wir natürlich auch offen für Fragen oder Themen, die Sie sagen, das wäre für uns wichtig, mal in einem Webinar in Zukunft einfach abzuhandeln. Gibt es noch mehr Details zu den Servicepaketen? Ja, natürlich. Ich hatte ja jetzt nur das eine Paket vorgestellt. Das war das Update von EPL-Kunden. Das Paket 2 war der Update von einem Community-Eigeninstallation auf EPL-Eigeninstallation. Das ist jetzt das, was man in der Mitte sieht, ja? Genau, das ist das Paket in der Mitte. Und zwar haben wir uns da einfach mal ein Preisbeispiel. Sie haben eine Installation mit 10 Named Usern. Und was Sie bekommen, ist im Prinzip das linke Paket plus eine Subskription mit 20% Preisvorteil im ersten Jahr. Sprich, es wird einfach eine monatliche Zahlweise an der Stelle geben, weil die Subskriptionssachen ja über ein Jahr laufen und dementsprechend ist da eine monatliche Zahlweise da, bezahlt einfach über unseren Shop und Sie haben im Endeffekt für einen sehr guten Preis das Update auf die 16.1 plus die Vorteile, die die EPL bietet. Das sind ganz viele einzelne Sachen gegenüber der Community-Version, aber ich glaube, dass es ganz entscheidende Dinge sind für eine Eigeninstallation von einem Unternehmen, was einfach wie zum Beispiel, wir eben gesagt hatten, dieses eSyn Pro ihnen einfach deutlich mehr Möglichkeiten gibt, an der Stelle auch administrativ tätig zu werden. Und dann haben wir als drittes Paket, wenn Sie jetzt sagen, nein, die Subskription möchte ich nicht rein, sondern ich möchte einfach auf der Community-Version bleiben, brauche aber Unterstützung, um auf die 16.1 zu gelangen, dann wäre für Sie das rechte Paket das Interessante, sprich allgemein der Preis ist diese 1.695 Euro und jetzt als Angebot bis zum 6.7. auf 1.356 Euro. Falls sich jetzt jemand fragt, wieso ist denn das so viel teurer als das linke Paket, ich würde sagen, ich gebe dafür mal kurz an den Ralf weiter, dann kann er da was dazu sagen. Ja, ich glaube, das ist relativ einfach erklärt. Die Kunden der Stylight AG, die EPL-Subscription haben, unterstützen das Projekt und die Weiterentwicklung der e-Groupware ja schon die ganze Zeit mit ihrem Subskriptionsbeitrag. Und natürlich sind wir für die, das heißt für unsere Kunden, zu einem anderen Satz bereit, etwas zu tun, als wir es für Leute sind, die die Community-Version einsetzen. Sie sind natürlich jederzeit gerne willkommen, die Community-1-Version einzusetzen, aber letztendlich sind es die EPL-Kunden, die Subskriptionskunden, die dafür sorgen, dass die e-Groupware auch für sie weiterentwickelt wird. Und dementsprechend müssen wir die natürlich ein ganzes Stück anders behandeln, als wir die langjährigen Community-Member oder die Leute, die die Community-Version einsetzen, behandeln. Ich denke, das kann jeder verstehen. Also daraus ergibt sich einfach der Preisunterschied. Daraus ergibt sich der Preisunterschied, ja. Wobei das Angebot jetzt für quasi, wenn ich hier drauf schaue und mal rechne, 400 Euro mehr, ein Jahr EPL zu bekommen, ist, denke ich, ein sehr attraktives Angebot. Genau.
Und ansonsten einfach, um noch ganz kurz das Kleingedruckte auf der Folie auch mit aufzugreifen, was sind denn die Voraussetzungen, wenn wir dieses Update für Sie ausführen? Also jetzt der Punkt, der rechts unten steht, Zielsystem erfüllt die Installationsvoraussetzungen. Ja, letztendlich geht es darum, wir können natürlich nicht sagen, ich habe hier ein relativ altes System, da habe ich irgendwo auch eine E-Group-Ware so gerade noch am drauf laufen und noch 15 andere Sachen und das wird jetzt natürlich nicht komplett auf eine neue Linux-Distribution mit allen Diensten umgezogen. Also das Angebot bezieht sich darauf, dass auf dem Zielsystem, das kann durchaus ein anderes System sein, das heißt, Sie können sagen, ich habe hier eine neue Debian 8 aufgesetzt oder Ubuntu 16.4 oder was auch immer, dass also die Voraussetzung erfüllt, sprich PHP 5.4 ist verfügbar, dann machen wir eine Migration Ihrer bestehenden E-Groupware auf das neue System. Oder Ihr System erfüllt jetzt schon die Voraussetzungen, sprich das ist, was weiß ich, schon ein Debian 7 oder 8, auf dem ich eine Version größer 5.4 habe, dann machen wir auf dem System den Update der E-Groupware, des E-Groupware-Dienstes auf die Version 16.1. Ja, gibt es noch Fragen im Moment zu den Angeboten? Birgit könnte vielleicht noch mal kurz den Satz erklären, der unten in diesem horizontalen Balken steht, also das Spezialangebot, die Migration einer Community-Installation. Ja, also im Prinzip ist es so, was wir gesagt haben ist, wenn Sie jetzt bisher eine Community-Edition haben und es ist vielleicht einfach so, dass Sie feststellen, der Aufwand, Ihr Betriebssystem oder den eigenen Server am Laufen zu halten, ist Ihnen zu groß. Und Sie können dann, oder Sie kommen von einem anderen Hoster. Wir hatten interessanterweise vor ein paar Wochen mal die Frage, ist die E-Groupware-Version 1.6003 das gleiche oder so eine Kurzform der 16.01? Und ich musste dann leider zurückantworten, nein, das ist nicht das gleiche. Das ist einfach die 1.6003, ist so um die 10 Jahre alt. Da ist die Empfehlung, wechseln Sie den Hoster im Zweifelsfall. Und wenn Sie dann zu uns kommen, haben wir gesagt, es ist egal, ob Sie von einer 1.6 oder einer 1.8 oder einer 14 oder was auch immer kommen. Wenn Sie bei uns ins Hosting reinwechseln, machen wir diese Migration für Sie kostenfrei. Und Sie sind danach, Sie haben also im Prinzip nur die laufenden Hostingkosten, aber für die Migration selber haben Sie nichts zu zahlen. Auch darin nicht enthalten kann natürlich die E-Mail-Migration sein. Also wenn Sie direkt unser Angebot mit nutzen wollen, auch die E-Mails bei uns gehostet zu haben und Ihre E-Mails umziehen wollen, dann ist das einfach, weil da entsprechend mehr Aufwand notwendig ist, mit einem Zusatzpreis zu verbuchen. Herr Schuster hat gerade noch geschrieben, jetzt sehe ich aber doch nichts mehr. Okay, vielleicht noch ein Satz zu dem links unten, zu der Anmerkung, alle Angebote gültig bis 31.10. Das bezieht sich auf den Normalpreis, ja? Genau, also im Prinzip die Preise, die Sie in Rot sehen, sind unsere Angebotspreise, Sonderpreise, die bis zum 6.7., also bis nächste Woche Mittwoch gelten. Das heißt, Sie haben dort auf die normalen Preise für dieses Angebot haben Sie nochmal 20% Nachlass. Und dann sind Sie halt statt bei den 695 Euro bei den 556 Euro oder statt den 1.193 bei den 995 oder für reines Community-Update statt 1.695 bei 1.356 Euro. Sprich, wenn Sie jetzt entsprechend schnell zugreifen, dann haben Sie da natürlich einfach den Preisvorteil nochmal, neben dem, dass wir alles, was wir hier jetzt schon eingepreist haben, einfach, glaube ich, ein sehr gutes Angebotspaket für Sie zusammengeschnürt haben, um sowohl die technische Seite der ganzen des Update-Prozesses zu begleiten, als auch einfach aus Consultant- oder Support-Sicht das Ganze für Sie attraktiv zu gestalten. Haben Sie noch weitere Fragen zum Update-Prozess oder zu den Angeboten oder zum Updaten bei Eigeninstallation oder im Hosting? Wenn ja, schreiben Sie bitte einfach in den Chat. Ja, grundsätzlich kann man noch mal ein bisschen was zu den Vorteilen von der EPL-Version sagen. Es gibt auf der Webseite eine Seite, wo die Features der EPL und der Community-Edition gegenübergestellt sind. Es sind viele einzelne Details. Ich kann mal ein paar aufzählen. Wir haben das Mobile Device Management schon angesprochen und natürlich auch, dass Sie als EPL-Nutzer halt zur Weiterentwicklung der E-Groupware beitragen. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel in der EPL-Version eine Versionierung des Dateimanagers, das heißt, gelöschte Dateien können wiederhergestellt werden, auch
ich sag mal, eine Version von der Datei, wenn ich da jetzt irgendeinen wichtigen Absatz gelöscht habe, kann ich mir wieder zurückholen. Ansonsten gibt es im Projektmanager gibt's Teile, wo ich die Möglichkeit habe, Änderungen direkt im Gantt-Chart durchzuführen. Wie gesagt, es gibt eine komplette Aufstellung der Vorteile Ja, ich denke, auch nochmal auf der was auch Webseite. nochmal interessant ist, einfach was jetzt auch mit der 16.1-Erneuerungen kommt, da haben wir auch Sachen eingebaut, was jetzt bisher so gar noch nicht Thema war. Wir haben ja jetzt in der 16.1 auch die Möglichkeit der PGP-Verschlüsselung entsprechend drin. Und da ist es so, für die Community-Version haben wir das im E-Mail-Modul zur Verfügung. Und wir haben es zusätzlich im Infolog-Modul dann auch zur Verfügung für unsere EPL-Kunden. Sprich, sie können dort einfach, wenn sie jetzt erhöhte Sicherheitsbedürfnisse im Infolog haben, weil sie das Infolog vielleicht einfach auch als Informationsmanagement nutzen, dann können sie dort natürlich auch nochmal vertrauliche Inhalte zusätzlich per PGP verschlüsseln. Oder solche Dinge, dass ich im Kalender auch meine Aufgaben sehen kann. Das sind alles Sachen, die wir aus unserer Sicht als EPL-Funktionalitäten ansehen und die damit nur unseren EPL-Kunden zur Verfügung stehen. Okay, alles klar. Also soweit waren alle Fragen beantwortet. Dann bedanke ich mich schon mal bei Birgit Becker und bei Ralf Becker. Ja, sehr gerne. Freut mich, wieder da zu sein, und ich freue mich vor allen Dingen, dann auch die Rückmeldungen unserer Kunden zur 16.1 in Zukunft zu sehen, und wünsche allen, dass sie viel Spaß mit unserer 16.1 haben und die neuen Dinge, die in der 16.1 drin sind, dann auch entsprechend nutzen können. Ja, danke auch an Ralf. Ja, auch nochmal vielen Dank, dass Sie beim Webinar dabei waren und ich hoffe, die 16.1 macht Sie einfach nochmal produktiver, als es die IQ-Ware schon die ganze Zeit gemacht hat. Gut, dann vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Webinar. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Nachmittag und hoffen, dass wir Sie im nächsten Webinar auch wieder dabei haben.